Hallo und herzlich willkommen zu Part 21 von Let's Play City Skylines. Wir sind wieder dabei und unsere Stadt entwickelt sich weiter. Im letzten Part habe ich ja festgelegt, dass hier der Industriestandort hinkommt und ich diesen hier peu à peu entfernen werde. Aus diesem Grund habe ich hier alle Industriegebiete schon entmietet. Und möchte mir einfach mal angucken, wie das ist, ob das wieder, ob das wieder grünes Land wird, ob das jetzt so eklig bleibt, wie es da ist. Ja, und ansonsten kommen wir hier rüber. Hier habe ich durchaus auch ein bisschen was vor. Und ich habe mich gerade geärgert, weil eigentlich hatte ich vor, hier eine sechsspurige Einbahnstraße zu bauen. Obwohl das, ich weiß noch nicht, vielleicht auch eine Autobahn ginge. Aber jetzt reicht hier doch, das reicht noch. Mal schauen. Ich glaube, jetzt habe ich gerade die Richtung festgelegt. Das wäre aber falsch rum. Was sagt mir eigentlich mein Geld? Oh, ich habe 2 Millionen. Ich glaube, ich brauche mir um Geld keine Sorgen machen. Wenn ich alles so viel hätte wie Geld. So, außerhalb der Stadtgrenzen. Ah, er ist aber wirklich sehr penibel, verstehe. So. Warum mache ich das? Ich möchte hier gerne einen Frachthafen hinhaben. Und ich möchte gerne... Ach, wisst ihr was? Das ist alles doof. Ich kaufe jetzt noch die Kachel darunter. Es sollte wirklich einen Zonenbulldozer geben. So, wie sieht's denn aus? Diese Kachel bräuchten wir. Wie sind denn hier die Bodenschätze? Agrarindustrie in der Mitte. Ja, ist ja nicht uninteressant. Könnte man ja machen. Muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber im Großen und Ganzen, wie viele haben wir denn jetzt? Wir haben 5 Kacheln, bleiben 4 Kacheln übrig. 1, 2. Ja. Und dann schauen wir mal. Also zusätzlich noch diese Kachel. Und diese hier muss eigentlich noch dazukommen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. So. Da nervt er mich auch wenigstens nicht mehr. Und ich kann mit den Autobahnen etwas großzügiger bauen. Ich habe schon vor, sie wirklich parallel zu den Schienen verlaufen zu lassen. Zumindest größtenteils. So, war das jetzt richtig rum? Ja, das war richtig rum. Nee. Ah, jetzt macht das mal so, dass die jetzt parallel laufen können. Naja, schon nicht schlecht. So. So, dann kann ich ja das Stückchen hier in der Mitte vielleicht nochmal abreißen. Nee. So und so. Und dann können wir das nochmal etwas gerader bauen. Ja, dann schauen wir mal. Wie sieht's denn aus? Hier ist ein Schiff. Das ist der Frachthafen. Genau, der passt leider auch nicht überall ran. Sondern hauptsächlich hier. Ich hoffe ja, 2 hinzukriegen. Das sieht sogar nur nach einem aus. Höhe zu hoch. Ah. Okay. Okay.
So, jetzt mal kurz Konzentration. Es ist natürlich keine Einbahnstraße hier vor. Und ich kann sie auch nicht verändern. Das war's. So. Dann mache ich trotzdem diesen hier. Sechsspurig sogar, stimmt. Stimmt, das gab es ja nur sechsspurig. Gefälle zu steil. Ach, herrje. Gab es da was? Konnte man da irgendwie... Wie sieht denn das aus, wenn man da dicht dran ist? Ja, nee, okay. Okay, und wenn man das andersrum baut, kriegt man das irgendwo hin? Okay, wir machen das mal so rum. Von hier nach da. Dann konnte man dann hier irgendwie rangehen? Nee, kann man nicht. Oh, was machst denn du hier? Das ist mal ein Schiffsunglück. Na, da will ich nicht mein Büro haben, Leute. Wenn das mal nicht so viel zu stressig wird an dieser Stelle. Wie rum ist denn jetzt hier die Straße? Das ist eigentlich das eigentlich Wichtige. Die Straße zeigt in die Richtung. Gibt es denn eigentlich ein Höhenbearbeitungswerkzeug? Nee, gibt es nicht. So, jetzt ist das eigentlich Spannende, ob ich das hinkriege. Irgendwoher. Ah ja, von da aus könnte man das machen. Da muss es ja auch umgekehrt funktionieren. Genau, okay. So. Das sieht jetzt reichlich bescheuert aus. Aber andererseits, vielleicht, dass es Einbahnstraßen sind. Oh. Gemessen daran, denke ich, müsste das eigentlich gehen. So. Gut. Dann haben wir jetzt folgende Situation. Einmal von hier kommend. Der sammelt die beiden ein. Und einmal nach da gehend. Der verteilt auf die beiden. So. Und so. Hat den Vorteil, diese können hier hinfahren, wenn sie dahin wollen. Oder direkt dahin. Und diese hier können hier direkt rauskommen. An sich habe ich nicht vor, diesen Kreislauf an die eigentliche Stadt zu integrieren, sondern hauptsächlich an die Autobahn. Ja, doch, genau, das ist der Plan. Die Autobahn wird hier auch enden. Und dann wiederum tatsächlich auch der Stadt zugutekommen. Wie mache ich das? Hier gibt es ja diese Autobahnauffahrt, ist das? Genau. Das mache ich mal. Da nehme ich aber dieses Kurventool. So. Das ist für die Stadt.
Ja, und ansonsten gibt es ja hier noch die Möglichkeit, nur noch daran zu gehen. Und auf dieser Seite gehen wir auch hier hin. So, direkt hier rauf. So. Und wir haben aber auch eine Ausfahrt. So, und damit, mit der gehen wir auch gleich eine Etage höher. Gut. Und mit der würde ich gerne an eine Einbahnstraße gehen. Die es jetzt noch nicht gibt. Da muss ich mir noch was überlegen für. So. Guti. Okay, das war Mist. Dann machen wir erstmal so. Und dann so. Warum das? Auf die Weise erreiche ich wieder einen Kreisverkehr. Das ist immer nicht so schädlich. Und irgendwie meistens empfehlenswert. Was ich nicht mache, ist einen direkten Weg von hier nach da. Weil ich glaube, dass das ganz, ganz problematisch wird. Den beiden fehlt sowohl Wasser als auch Strom. Und solange das so ist, wird hier auch kein Schiff herkommen. Ist also jetzt gerade von mir zwar künstlich so gemacht, aber auch gewollt. So, und ich glaube, ich reiß die beiden hier nochmal ab. Ich habe ja schon gesagt, ich brauche eigentlich eine Einbahnstraße. Und die baue ich jetzt hier doch nochmal parallel zu. So. Gut. Oh nee, er will da hoch oder will er da ran? Er will da ran, okay. Dieser Ort ist bereits belegt. Gut. So, gleichzeitig gibt es hier nur Einbahnstraßen runter. Das hat den Grund, dass ich gerne möchte, dass er hier hinten... Oh, da habe ich eine Kreuzung angeschlossen. Das war unclever. Okay. So. Das hat den Grund, dass ich möchte, dass sich der Verkehr hier in den Kreisverkehr einordnen muss. Weil ich das nach wie vor immer für clever halte. Und bis jetzt funktioniert meine Stadt gut genug, um dass ich sagen kann, ich fahre damit gut. So, so, so. Wir haben hier einiges am Baubereich, der jetzt endlich mal zugewiesen werden müsste. Ich weiß, ich weiß. Es passiert auch noch, das verspreche ich euch. So. Was haben wir denn hier für Probleme? Der Grundstückswert ist zu niedrig. Ja, Leute, ich baue euch auch gern mal einen Park hier hin. Das ist ja in Ordnung, nur... Ich finde, das hat... Ja, naja, macht mal. Wenn ihr unbedingt Grünes braucht, was soll's.
Das Problem ist nur, dass es ja eh nicht grün bleibt. Das Spiel ist ja so toll und macht das gleich... Passt das, die Parks der Situation an. Ist ja wirklich gut gemacht, nach wie vor. Bin ich echt begeistert von. Ich glaube, hier ist gerade das Problem, dass es nicht genug Einwohner gibt. Ja, wo ist es denn? Verlassen, weil... Gebäude ist aufgrund von Arbeitermangel verlassen worden. Genau das habe ich befürchtet und mir so gedacht. Wir kriegen ja auch bald neue Einarbeiter. Einarbeiter. So. Und damit wir welche bekommen, fangen wir mal hier an. Hier ist ein U-Bahnhof, der auch da hinten hinfährt. Dann nutzen wir doch gleich diese Möglichkeit. So, ich mache mal kurz noch die Gewerbegebiete-Einteilung. So. Weil die werden halt auch immer benötigt. Gut. Gut. Und ihr seht, das wird auch sofort besiedelt. Aber mir fällt was auf, ich habe total vergessen, hier, ich mache mal kurz Pause, hier Parks hinzusetzen. Das hat natürlich so keinen Wert und auch keine Zukunft. Das müssten wir schon mal vorher machen. Der Botanische Garten ist hier direkt, stimmt, daran erinnere ich mich. Ist hier noch ein Karussell und hier nochmal eine Hüpfburg. Ich glaube, das waren sogar Goodies, die man bekommen hat, wenn man das Spiel vor Release bestellt hat. So. Genau. Dann machen wir mal noch einen weiteren Friedhof hier mit hin. Weil das fehlt uns so komplett. Achso, hier war schon ein Krematorium. Gut. Dann brauchen wir mal ein Krankenhaus. Oh, das ist sogar ziemlich groß. Und wenn es eine Einbahnstraße ist, versorgt es nicht genug Landschaft oder beziehungsweise Gebiet. Also nehmen wir dann doch das hier. Weil das war keine Einbahnstraße. Ein Feuerwehrhaus. Genauso wie ein Polizeihauptquartier. Und jetzt muss ich wohl nochmal suchen. Oder mir gleich nochmal angucken, was noch frei geblieben ist von den Gewerbegebieten, die ich hier so hatte. Bildung brauchen wir natürlich auch. Ach ja. Gleich ist gar nichts mehr frei von den neuen Gebieten. So. Jetzt mal gucken. Naja. Habe ich wohl schon einige Gewerbegebiete gerade überbaut. So. Gut. Trotzdem müsste das reichen, glaube ich. Hier nochmal. Ja, hier unten siedle ich jetzt noch nichts an, außer vielleicht Büros, aber das muss ja auch erstmal angeschlossen werden. Insofern hat das gegenwärtig noch keinen Wert, das anzuschließen, anzusiedeln. Ich mache das ja jetzt nur, weil wir da oben akuten Arbeitermangel haben. Und weil die U-Bahn, die hier ist, halt dahin fährt. Das darf man nicht vergessen. Diese U-Bahn-Linie ist für die Industrie da oben nicht, gerade nicht unwichtig.
Im Großen und Ganzen benötigen wir dann auch noch eine Buslinie. Aber das kommt dann eher in Zukunft. Hier an der Abgrenzung zur Autobahn werde ich anschließend noch Büros bauen, wie immer. Das hat sich für mich als gute Abgrenzung zu einer Autobahn erwiesen. Ja, achso, Play können wir mal wieder machen. Okay, Wasser brauchen sie natürlich. So. Okay, das Symbol sagt gerade, dass wir nicht mehr genug Frischwasserkapazitäten haben. Das müssen wir mal ganz schnell klären. Frischwasser sammle ich ja hier oben mittlerweile. So. Ist ja alles geldmäßig kein Thema. Ich mache 4 plus und ich habe 2 Millionen. Da geht noch einiges. So. Hier wird sich fleißig weiterentwickelt gerade, aufgrund der neuen Parks, die ich da gerade gebaut habe. Hier haben wir ein Müllproblem, ist ja klar, kam ja nicht eine Müllabfuhr bis jetzt hin. Geht ja auch gar nicht. Und hier haben wir ein Verkehrsproblem, Leute. Werde ich mir noch näher angucken müssen. Aber das handhaben wir jetzt anders. Was sagt denn die Zeit? 22 Minuten. Nee, das handhaben wir jetzt nicht anders. So. Was wir jetzt noch machen, ist die Autobahn bauen. Gut, ungefähr so an der Schiene vorbei möchte ich gerne haben. Ja, das ist doch relativ sauber. Gut. Ich bin mir sicher, die Entwickler haben für ihre Autobahnen irgendein Parallelbautool gehabt. Wer da was weiß, vielleicht eine Tastenkombination oder so, darf mir das gerne mal mitteilen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder und klären hier den ganzen Bereich mal. Ich denke nämlich, dass da ein bisschen Arbeit notwendig ist. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst mir ein Like da und wir sehen uns wieder beim nächsten Part von Let's Play Cities Skylines. Bis dann, euer Nevis.